Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich wollte kurz eine Sache erklären, die wahrscheinlich einige Leute aufgrund von mangelndem Wissen oder auch aufgrund, weil oder auch weil es einige Scharlatane gibt, die den Islam falsch erklären, dass sich so solche falschen Verständnisse verbreitet haben. Ja? Die Frage ist: Kann man sagen, wer in die Hölle kommt? Kann man sagen, wer in die Hölle kommt? Wenn es darum geht, in die Zukunft zu schauen, so weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala, wer in die Hölle kommt. Es sei denn, wir haben eine Offenbarung von Allah bekommen durch den Propheten alayhi salatu wasalam, wie zum Beispiel im Falle der Sura Masad, wo gesagt wird, dass Abu Lahab in die Hölle geht. Oder dass jemand ins Paradies geht. Das heißt, Yakin für eine bestimmte Person, bei Yakin für eine bestimmte Person sagen wir nur, diese Person geht ins Paradies, in die Hölle, wo wir einen expliziten Beweis durch Wahi, durch Offenbarung haben. Für eine bestimmte Person. Zum Beispiel Müller-Meyer-Schmitz, ja, geht der in die Hölle. Der ist gerade ein Kafir. Kann sein, dass er 5 Minuten vor seinem Tod noch den Islam annimmt. Und alle seine Sünden werden vergeben. Ich weiß nicht, was in 20 Jahren mit ihm ist. Ich weiß noch nicht mal, was morgen mit ihm passiert. Das heißt, ich kann für diese Person nicht sagen, der geht in die Hölle oder ins Paradies. Jetzt ist jemand gestorben. Jetzt ist jemand gestorben. Im Kuffer. Können wir sagen, der ist jetzt in der Hölle? Es ist besser, sich da davon Abstand zu nehmen und zu sagen, wenn er im Kuffer gestorben ist, dann ist er geht er in die Hölle. Und wenn er die Botschaft bekommen hat. Wenn er im Kuffer gestorben ist und die Botschaft bekommen hat, dann geht er in die Hölle. Aber es könnte ja sein, für diese entsprechende Person, die ich nicht kenne, dass er die Botschaft nicht bekommen hat, oder dass er kurz vor seinem Tod noch den Islam angenommen hat. Da war ich ja nicht dabei gewesen. War ich in den letzten Momenten seines Todes dabei gewesen und habe gesehen, dass die letzten Worte von ihm waren: Ich bezeuge, dass die Trinität die Wahrheit ist. Da war ich ja nicht dabei gewesen. Das spielt auch für uns keine Rolle. Was für uns aber eine Rolle spielt, ist, die Menschen klar zu machen, was der richtige Weg ist. Den Menschen klar zu machen, was der richtige Weg ist. Verzekir bil Qur'ani meya khafur wa'id. Und ermahne mit dem Koran, wer die Androhung fürchtet. Und an vielen Stellen wird gesagt, dass der Prophet ein Munzir war, ein Warner gewesen ist, der gewarnt hat. Bruder, in solchen Fällen kann man mit 99%iger Gewissheit klar sein. Lass mal dieses Thema raus, lass mich erstmal das Thema zu Ende bringen, inshallah. Okay, weil ansonsten bringt ihr mich aus dem Thema raus und dann mache ich die Kommentare lieber wieder aus. So. Jetzt, der Prophet war ein Warner. Allah sagt in Surah 25, Vers 1, sagt er, Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamina nadhira. Segensreich ist derjenige, der den Furqan, das heißt der Koran, auf seinen Diener herabgesandt hat, damit er für die Welten ein Warner ist. So, wovor warnen wir denn? Warnen wir vor dem Paradies? Warnen wir vor einer schlechten Mathematikklausur? Wovor warnen wir? Wir brauchen den Koran nur aufzuschlagen und schauen, wovor man warnt und was Allah uns sagt. Und ich würde jedem den Ratschlag geben, sich einfach mal den Koran anzuschauen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Seite und ich lese direkt diesen Vers vor. Auf Deutsch. Ungefähre Übersetzung, ihr könnt eure eigene Übersetzung aufschlagen. Ihr werdet überall ungefähr das finden, was ich gerade sage.
Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Wo doch der Messias selber gesagt hat, also Isa, Jesus, O Kinder Israels, dient Allah meinem und eurem Herrn. Dient Allah meinem und eurem Herrn. Das heißt, betet Allah an alleine. Er ist mein Schöpfer, Lenker, Herrscher und euer Schöpfer, Lenker, Herrscher. Jetzt geht's weiter. Wer Allah etwas beigesellt, das heißt auf Arabisch, innahu may yushrik, also wer Allah gegenüber Schirk begeht, wer andere neben Allah anbetet, oder wer sagt, Allah ist eine Trinität, oder wer sagt, Allah, oder wer es erlaubt, andere neben Allah anzubeten. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Wer Allah etwas beigesellt, dem verbietet fürwahr Allah das Paradies und dessen Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein. Die Ungerechten werden keinen Helfer haben. Darf ich also jetzt jemanden nicht sagen, ja, wenn du Jesus anbetest, gehst du in die Hölle? Das ist das, was Allah hier sagt. Nein, das darf man aber nicht. Ihr verwechselt etwas. Ihr verwechselt, ob ich die Zukunft voraussehen darf oder ob ich ihn warne und sage, hier, wenn du das glaubst, gehst du in die Hölle. Und aus dem Kontext wird ganz klar, was damit gemeint ist. Zum Beispiel damals kamen irgendwelche Leute, die keinen Plan von der Religion haben. So, wo Kerner mich fragt, heißt das also, ich gehe in die Hölle? Ich bin, also er ist Katholik, heißt das, ich gehe in die Hölle? Sage ich leider schon. Tut mir sehr leid. Bumm, richtiger Schock im Publikum. Aber sie haben ja noch Zeit, das zu ändern. Was heißt das? Das heißt, ich sage ihm nicht die Zukunft voraus, ich sage ihm, wenn er in dieser Situation ist. Jetzt hat er die Warnung bekommen. Natürlich hat er die Warnung bekommen. Er hat gerade mit mir über den Islam gesprochen. Warnung zu bekommen, wenn die nur davon abhinge, dass man mit jedem 35 Jahre eine Diskussion führt, dann wäre keiner von den Völkern im Koran, die zerstört worden wären, gewarnt worden. Denn die Propheten, die zu diesen Völkern kamen, wie Hud und Salih und so weiter und Shu'aib, die hatten keine Zeit, mit jedem Einzelnen in dem Volk zu reden. Das heißt, allgemein von der Botschaft gehört zu haben, ist die Warnung. Das ist der Punkt. Das heißt, man muss unterscheiden. Rede ich über jemanden, der gerade gestorben ist, dann sagen wir am besten, wenn er so gestorben ist, hat die Botschaft bekommen, ist er weg. Weil ich rede über etwas, was im Verborgenen ist. Vielleicht, eventuell hat er den Islam noch angenommen. Rede ich über die Zukunft, sage ich die Zukunft voraus. Ich kann die Zukunft nicht voraussagen. Ich kann nicht sagen, du gehst in die Hölle im Sinne von die Zukunft voraussagen. Ich kann aber sagen, wenn du so stirbst, gehst du in die Hölle. Weil das ist das, was Allah sagt. Und das ist das, was man hier verstehen muss. Und wenn man etwas anderes sagt, dann begeht man ein großes Verbrechen, weil man damit den Islam entwertet. Allah sendet ein ganzes Buch herab, ja, und hat uns nicht gesagt, wie wir ins Paradies oder in die Hölle kommen. Und ich kann nicht mit Gewissheit sagen, wer das macht, geht in die Hölle. Wer sagt, Gott ist einer von dreien? Wer sagt, der Koran ist nicht das Wort Gottes? Wer sagt, man, ja, ich weiß nicht, vielleicht, nee, ich darf das nicht sagen, das weiß nur Gott. Was bringe ich damit rüber? Bruder, laber keinen Müll und versuch nicht, dich noch hier rauszureden. Ja, jetzt habe ich mich besser ausgedrückt. Ja? Sondern du musst Allah fürchten, bevor du irgendetwas schreibst. Ja? Ich erkläre gerade eine Sache für Leute, die ein schweres Verständnis haben. Versuche nicht, in der arabischen Mentalität den Fehler noch auf andere zu schieben, den du gemacht hast. Okay?
Weil diese arabische Mentalität, die kennen wir, immer den Fehler auf andere zu schieben. Ja? Du hast dich falsch ausgedrückt, du hast mit Jahl geredet. Ganz klar und deutlich. Und du machst besser Tauba zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil solche Leute wie du entstellen die Botschaft. Ja? Wenn wir Leuten erzählen, wir wissen nicht, wer ins Paradies und wer in die Hölle kommt. Ja, wenn wir sagen, ja, wir wissen nicht, ja, okay, der hat Schirk begangen, der glaubt nicht an den Koran, der glaubt nicht an den Propheten, ja, aber ich kann nicht sagen, ob der in die Hölle geht. Was versteht der darunter? Und andauernd macht man Dauer mit Leuten, andauernd macht man Dauer mit Leuten, und dann kommen irgendwelche Leute aus der muslimischen Reihe, die sich bei den Kuffar einschleimen wollen und sagen, ja, das darf er gar nicht sagen, nur Gott weiß, wer ins Paradies kommt. Du sagst gerade jemanden, wenn du jemanden anderen neben Allah anbetest, gehst du in die Hölle, was aus dem Kontext ganz klar wird. Wenn du an den Koran nicht glaubst, gehst du in die Hölle. Wenn du den Islam nicht annimmst, gehst du in die Hölle und sagst, ja, das weiß nur Allah, wer in die Hölle geht. Was heißt das? Wir sind ungewiss, wir kennen unsere eigene Religion nicht. Wir wissen nicht, was Allah herabgesandt hat. Das ist ein Verbrechen gegen Allah. Bruder, erzähl mir nicht, ich soll mich beruhigen. Das ist ein Verbrechen gegen Allah. Durch diesen Schwachsinn werden wir als Vollidioten angesehen. Was ist die Religion wert, wenn ein ganzes Buch herabgesandt worden ist? Warum soll ich fünfmal am Tag aufstehen? Fünfmal am Tag mich zum Gebet stellen, mein ganzes Leben für Allah subhanahu wa ta'ala umstellen, ja? Wenn ich noch nicht mal weiß, ob mich dieser Weg ins Paradies bringt oder in die Hölle, weiß Allah nur. Warum soll einer, der nicht musste, bis sein ganzes Leben umstellen, wenn wir ihm sagen, wir wissen sowieso nicht, ob du ins Paradies kommst? Was versteht diese Person darunter? Was versteht die Person, der wir sagen, du musst den Islam annehmen, der Islam ist die einzig wahre Religion, darunter, wenn wir sagen, nur Allah weiß, ob man ins Paradies kommt. Ja, das stimmt. Und Allah sagt im Koran, er sagt im Koran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, und er vergibt, was darunter ist, wem er will. Okay. Wenn jemand Jesus anbetet, ist das Schirk? Ja. Wenn jemand sagt, Allah ist Jesus, Jesus ist Gott, ist das Schirk? Ja. Allah sagt, er wird das nicht vergeben, wenn man so stirbt. So, das heißt, wenn er es nicht vergibt, was wird passieren? Der wird in die Hölle gehen. Der wird in die Hölle gehen. So. Dann erzählen wir jemandem, du musst den Islam annehmen, dann kommen Leute, du musst den Islam annehmen, ansonsten gehst du in die Hölle. Dann kommt jemand und sagt, ja, das darf er gar nicht sagen, der hat gar keine Ahnung vom Islam, das kann nur Allah sagen. Ja klar, Allah sagt das ja auch. Allah sagt im Koran, in Sure 3, Vers 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wer eine andere Religion als den Islam begehrt, sie wird, das heißt, du willst dich gerade entscheiden zwischen einer Religion. Wer eine andere, da sagt Allah, wer die begehrt, so wird sie von ihm niemals angenommen werden, und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. So, ich sage, was heißt zu den Verlierern gehören? Was gibt es im Paradies? Was gibt es im Jenseits? Achera. Paradies und Hölle. Okay. Wenn ich ins Paradies gehe, gehöre ich dann zu den Chasirin? Zu den Verlierern? Gehöre ich dann zu den Verlierern? Nein. Dann gehöre ich zu den Gewinnern. Das heißt, wer zu den Verlierern gehört, wird wohin gehen? In die Hölle. So, das heißt, wenn ich jetzt jemand sage, wenn du den Islam nicht annimmst, gehst du in die Hölle, dann habe ich etwas gesagt, was nur, nein, das darf nur Allah sagen. Allah hat es schon gesagt. Allah hat es schon gesagt. Deswegen, wenn man ein Jahil ist, soll man den Islam nicht durch den Dreck ziehen. Mit solchen Aussagen zieht man den Islam durch den Dreck.
Man macht gerade Dauer mit jemandem. Diese Person, mit dem ich gestern gesprochen habe, er war am Ende total unsicher. Nee, gehe ich nicht. Nee, gehe ich nicht. Weil das ist erstmal etwas, der erste Gedanke, der den Leuten kommt, wenn man ihnen klar macht. Und da haben wir Erfahrung mit. Wenn du den Islam nicht annimmst, dann gehst du in die Hölle, ist, was ist, wenn der Recht hat? Wir haben viele, viele Erfahrung damit. Viel Erfahrung damit. Fragt mal den Dennis Radkamp, der mit dem Marcel Krass zusammenarbeitet. Hat sich ein Video von mir angeguckt, wo ich das gesagt habe. Und hat Schock bekommen. Und dann wollte er mich widerlegen und hat sich auf den Weg gemacht. Und dann, das war der springende Punkt. Aber was passiert, wenn ich jemandem sage, ja, nee, weiß nur Allah. Hier, ich habe den gerade auf den Weg gebracht, sich Gedanken zu machen. Boah, wenn ich... Und dann kommen Muslime, nein, dieser Pierre Vogel hat gar keine Ahnung. Das weiß nur Allah. Ja klar weiß das nur Allah. Allah weiß nur in Zukunft, was passiert. Aber Allah hat uns schon gesagt, wer in die Hölle geht. Wenn du im Kufr stirbst, bist du in die Hölle. Wenn du den Propheten Muhammad a.s.w. verleugnest, bist du in der Hölle. Wenn du den Koran verleugnest, bist du in der Hölle. Wenn du Schirk begehst, bist du in der Hölle. Wenn du so stirbst. Das ist das, was Allah sagt. Wenn du eine andere Religion als den Islam begehrst, bist du in der Hölle. Soll ich die Verse nochmal wiederholen? Wer Schirk begeht, ist in der Hölle. Innahu me yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu nar wa ma li dhalimin min ansar. Und wer Allah gegenüber Schirk begeht, so wird das Paradies für ihn verboten sein. Und er wird in der, seine Bleibe wird die Hölle sein und die Ungerechten haben keine Helfer. Punkt 1. Allah sagt in Sure 4, das war Sure 2, Sure 5, Vers 73 oder 5, Vers 72. Allah sagt in Sure 4, Vers 48. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, er vergibt was darunter ist, wem er will. Jetzt geht's in Details weiter. Allah sagt in Sure Tarabun 64 Sure, Vers 10. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Und diejenigen, die ungläubig sind, unsere Zeichen, das heißt den Koran, der Lüge erklären. So, was ist denn, wenn ich sage, nee, Koran glaube ich nicht dran? Dann sage ich, ich glaube nicht, dass der von Allah herabgesandt ist. Allah sagt aber im Koran, dass er von Allah herabgesandt wurde. Das heißt, er bezieht den Koran der Lüge. Was ist mit denen? وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Dies sind die Gefährten des Feuers. Klar und deutlich. Okay, was ist mit demjenigen, der sagt, Jesus ist Gott? لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمَ. Diejenigen sind ungläubig, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Was ist mit denjenigen, die sagen, ich glaube nicht an den Propheten Muhammad a.s.w.? Was ist mit denen? Hier. Ich lese es euch vor. Sure 4, Vers 9. Sure 4, Vers 150 bis 151. Diejenigen, die Allah und seinen Gesandten verleugnen und zwischen Allah und seinen Gesandten einen Unterschied machen, das heißt, die glauben an die einen, nicht an die anderen, und wollen und sagen, wir glauben an die einen und verleugnen die anderen. Das heißt, der sagt, ich glaube an den einen Propheten, aber nicht an den anderen. Und einen Weg dazwischen einschlagen wollen. Was ist mit denen? Ulaika humul kafiruna haqqa. Dies sind die wahren Ungläubigen. Wa atatna lil kafirina adhaban muhina. Und wir haben für die Ungläubigen eine schmachhafte Strafe bestimmt. So sieht die Sache aus. Das ist das, was der Koran sagt. Und alles andere schadet der Dawa. Wenn ich jemand sage, der Islam ist die wahre Religion, die einzig wahre Religion, die zum Islam kommt, und dann kommt irgendein Nichtswissender und sagt, ja, das kannst du aber nicht sagen, nur Allah weiß das. Du kapierst nichts von der Religion. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Voraussage in der Zukunft mache, was mit dieser Person passiert, oder ob ich sage, wer den Islam nicht annimmt, geht in die Hölle.
Und das sind Sachen, die aus dem Kontext klar hervorkommen. Klar hervorkommen. Und die jeder Dussel kapiert. Und die auch der von gestern verstanden hat, hat ganz klar verstanden, dass ich damit meine, dass er den Islam annehmen muss. Deswegen hat er ja auch gesagt, nee, ich bleibe trotzdem bei meiner Religion. Das hat er ganz klar verstanden. Der hat nicht verstanden, ich habe jetzt die Zukunft vorausgesagt, dass er in Zukunft in die Hölle gehen wird. Deswegen sagt er ja dort, ne, ja, ich bleib trotzdem so. Der letzte Satz war, ich werde Jesus weiter anbeten. Du kannst das nicht sagen. Er ist doch für die Sünden gestorben und so weiter und so fort. Warum hat er seine Religion überhaupt so verteidigt? Weil er schockiert war. Und er wird sich heute Gedanken machen, boah, was ist, wenn der doch recht hat? So sieht die Sache aus. Deswegen, schade, man soll der Dauer nicht schaden und irgendeinen Müll erzählen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.